Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz weirden Video hier auf Scorpion Plays. Sonny zockt gerade Sims und es ist mitten in der Nacht, es ist 3 Uhr und ich zocke gerade FIFA und ich will euch jetzt das finale Team von den United World Cup zeigen. Ich bin die ganze Zeit am Ausprobieren, am Schwitzen, aber ich habe jetzt meine Strategie gefunden, Leute. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, aber ich bin in einer Gruppe mit einem Tabak, den ich schon seit 2013 kenne. Und mit dem Simon Gamer Brother. Das ist echt für mich die Todesgruppe schlechthin geworden. Aber egal, wir geben natürlich nicht auf. Dass ich einen Sieg hole, ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Aber ihr seht schon hier, das ist das Team geworden. Ihr habt euch nämlich beim letzten Mal für Godin entschieden. Habe ich mir gekauft. Und wir haben Paulinho dazugenommen noch, um diese Konstellation hier mit einer sehr guten Chemie, wie ihr hier sehen könnt, ja, aufzustellen. Ich mache das Ganze jetzt mal so noch mit einem Trainingsspiel in diesem Video hier. Das gehört natürlich mit dazu, Leute. Ganz klare Geschichte. Ich zock gerade einfach Just for Fun so ein bisschen, während Sunny da ihr Haus baut. Hast Spaß? Ja. Sehr gut. Und ja, Leute, also, ich habe schon meine Strategie sogar gefunden, mit der ich jetzt antrete. Wir machen einfach mal ein Online-Einzelspiel und schauen mal, was so abgeht. Ja, Leute, also, wenn das hier mal nicht eine Beziehung ist, hier, eine hängt hier auf dem Stuhl wie eine... Schatz. Aber es ist echt 3 Uhr nachts, Leute. Und ich hatte so, ich habe noch nie so viel, einfach so FIFA gezockt, weil ich das Team natürlich auch ausprobieren will. Und ja, ich werde auch gleich euch meine Strategie zeigen, weil ich werde das ganze Team am Anfang umstellen. Da geht ja keine Chemie verloren. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. So, gucken wir doch mal. Ja, was kriegen wir jetzt hier für einen Gegner? Ach, das war es eh komplett egal, was der für ein Team hat. Latenz auch perfekt, Digga. 3 Striche. So muss das auf jeden Fall nicht sein. Komm, packen wir nochmal hier das Trikot ein. Zack, zack. Starten das Game. Jetzt hat er wahrscheinlich die schlimmste Mannschaft der Welt. Und, aber ist mir egal, ich ziehe trotzdem jetzt durch. Ah, geht sogar, Leute. Ist eigentlich ein billiges BPL-Team. Leute, wir zocken jetzt einfach ganz easy XP dieses Game. Hoffentlich können wir uns noch mal ein bisschen jetzt, ja, quasi auf den United World Cup vorbereiten. Die Spiele kommen dann als die nächsten Videos und das war es dann auch erstmal mit FIFA. Aber Leute, jetzt zeige ich euch erstmal ganz kurz. Und zwar habe ich das mittlerweile schon auswendig gelernt, weil ich wirklich die ganze Zeit am Zocken bin. Wir nehmen folgende Aufstellung. Ein zu weit runtergegangen. Diese hier nehmen wir, Leute. So, jetzt ganz schnell hier Paulinho hin. Der hier wird ausgewechselt für den hier. Dann haben wir Messi, der vorne spielt natürlich, aber dann auf dieser Seite. Und für Vera kommt Valverde rein, Leute. Das ist jetzt die Strategie, mit der ich die ganze Zeit gefahren bin und gut gefahren bin, Leute. Schauen wir doch mal, wie das jetzt läuft. Let's go, Freunde. Ich mache jetzt auch weniger Cuts in diesem Video, weil ich jetzt auch nur ein Spiel machen möchte, weil ich einfach ein bisschen labern möchte und so weiter und so fort, um euch ein bisschen so zu zeigen, ja, die Strategie. Erstmal natürlich das allererste, was gemacht wird. Der Ball wird direkt rausgeschossen, weil da hat man gar keine Zeit hier, das noch zu wechseln. Mit der 4-4-2 lief es gar nicht gut. Hier direkt der Auswechselmove und jetzt geht's los. Also jetzt haben wir das Team so aufgestellt, wie wir es wollen. Und Leute, das wäre natürlich jetzt der Vorführeffekt des Jahrtausends gewesen, wäre der reingegangen. Ist er aber nicht. Und ja, Leute, also ihr wisst natürlich, ich rechne mir wenig Chancen für den United World Cup aus, ist klar. Aber ich gebe nicht kampflos auf. Da ist der Tryharder-Modus wieder aktiviert, dass ich hier nachts um 3 sitze und FIFA zocke. Hätte ich mir vor ein paar Tagen nicht vorstellen können. Aber ihr kennt es, Leute. Bei Marcelo, der wird immer geschwitzt ohne Ende. Und das war ein Scheißpass. Das regt mich gerade richtig auf, weil ich wollte den Pass noch abbrechen, aber ich wusste nicht wie. Zack, danke dafür. Ja, Godin hilft hinten natürlich immens aus, Leute. Ganz klar, auch wenn es jetzt nicht Godin war. Und jetzt schicken wir mal den... Ah, guck mal. Da dachte ich, ich krieg den Ball nicht. Suarez, sehr schön. Paulinho ist echt ein super Passgeber, Leute. Das ist wirklich total krank, was der für Pässe gibt. Messi mal eine Ecke rausholen, habe ich mir so gedacht. Aber wir kriegen sogar noch einen zweiten Ball hier. Ricker, Leute, der ist ja immer vorne am Start. Aber jetzt der Ball erstmal raus. Und den kriege ich aber. Also ihr seht schon, Leute, es hat sich schon von der Dominanz im Spiel einiges getan einfach. Dadurch, dass man jetzt... Ja, quasi schön hier Paulinho ins Spiel bringt, schade. Einfach ein bisschen sich eingespielt hat mit dem Team, neue Spieler dazu gewonnen hat. Jetzt mit den Upgrades habe ich ja sogar ein einigermaßen okayes Team, klar. Jeder andere im Turnier hat, glaube ich, Full Upgrades. Ich bin der Einzige, der nicht Full Upgrades hat, aber scheiß drauf, Leute. Ihr seht schon hier Paulinho, ist nämlich auch ein kopfballstarker Spieler vorne drin. Auch sehr wichtig, der hat das Ding hier direkt mal zum 1-0 gerade eben eingeköpft hat. Habe ich jetzt nicht weiter kommentiert, weil es einfach krasser ist, wenn man einfach nichts dazu sagt. Kennt man doch, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr was richtig krasses macht und ihr sagt gar nichts dazu? Muss doch so sein. Okay, es war zwar nicht richtig krass, aber egal. So, Suarez, da holen wir uns mal so ganz billig in eine Ecke raus. Brauchst gar nicht so hinterher zu laufen, Torwart. Können wir das Tor von eben eigentlich nochmal wiederholen, oder? Messi... Spielt hoch auf Godin, der auch immer sehr, sehr kopfballgefährlich ist nach den Ecken. Der natürlich jetzt hinten fehlt. Da packen wir nicht das taktische Foul aus, sondern wir laufen mal lieber noch ein bisschen zurück, verunsichern noch ein bisschen. Und dann ist es einfach ziemlich einfaches Spiel. Und das Bällchen spielen wir hier wieder raus. Zack, zack, super gelöst. Noch ein Pässchen. Oh, ist das Zucker oder ist das Zucker, Leute? Paulinho, der wirklich mit seiner Ballkontrolle glänzt. Und jetzt natürlich mal hin und wieder so ein kleiner Freiraum. Und dann der Fehler auch. Ja, also wenn das kein Rückpass war, Leute. Also...
Das müssen sie noch einführen in FIFA. Also das war ja wirklich der krasseste Rückpass der Welt. Ja, Messi auf Suarez. Und Suarez, der wird ganz oft nicht gedeckt am Strafraum, Leute. Und da sieht man auch mal, was daraus werden kann. Wir bringen mal jetzt mal ein bisschen in Richtung Gutina, aber der ist wahrscheinlich zu nah aufs Tor. Ah, Jahrstein köpft da Paulinho. Einfach mal schießen, Leute. Ah, guck mal. Ohne Scheiß, ich glaube, die beiden Schüsse wären absolut gut gekommen schon. Die ersten, die ich jetzt abgegeben habe. Gucken, ob er jetzt aufs Tor kommt. Nee, da ist kein Platz. Da ist kein Durchgang hier mit Godin, der, glaube ich, auch den Spielern so ein paar Anweisungen gibt. Auch den Silberspielern quasi unter seine mütterlichen Fittiche nimmt, wie man so schön sagt. Messi nochmal. Suarez. Ah. Und Suarez kämpft sich hier zurück. Paulinho. Ah, da steckt das fast. Also Leute, ihr seht, gerade fehlen immer nur kleine Zentimeterchen, um sich hier durchzusetzen. Aber ich habe ein gutes Gefühl in diesem Spiel, Leute. Ich bin auch gerade ziemlich eingespielt, wie ihr vielleicht schon merkt. Ich meine, klar, ich bin jetzt trotzdem nicht der Ultraskiller. Guck mal, seht ihr das? Wie die nicht aufmachen. Die wissen schon genau, dass Marcel durchs Zentrum kommt. Aber jetzt brechen wir es langsam auseinander. Mayada, der ist leider nicht so ballsicher. Aber könnte jetzt nochmal eine wichtige Rolle spielen. Macht es auch. Holt nämlich hier den Konter von der guten Position weg. So. Und das einfach mal ein Leo Messi. Man muss auch einmal drauf schießen. Ich mache die meisten Tore tatsächlich zurzeit außerhalb des 16ers. Weil die Jungs einfach alle gut schießen können vorne. Das ist mir auch immer sehr wichtig. So, Rika. Jetzt mal auf Paulinho durchstecken. Ah, der hier noch ein bisschen Probleme hat, aber jetzt Messi ins Spiel bringt. Der auch wie. Also Leute, in diesem Spiel bleibe ich jetzt auch echt krass oft hängen. Ist euch das aufgefallen? So, mein Ball. Zack, zack. Hey, das ist echt, es macht einfach Spaß und ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn ich mit dem Team jetzt einigermaßen was auf die Kette kriege, wie es dann wäre, wenn ich jetzt mal ein voll gutes Team hätte. Aber hätte ich ja wahrscheinlich auch nicht so viel trainiert und dementsprechend, ja, quasi muss immer das nehmen, so wie es kommt. Paulinho, Leute. Oh, Jahrstein wirklich mit einer klasse Tat. Und dann der Fehler, Suarez, der sich hier noch einmal durchtanken kann. Super Körpertäuschung. Also du hättest jetzt, also langsam ist es wirklich, ja, überfällig, dass hier das Tor fällt. Den Pass wollte ich nicht so spielen. Messi, Suarez, Golasso. 2:0, Freunde. So muss der Hase laufen. Übrigens habe ich jetzt hier nochmal aus alten Oldschool-Zeiten nochmal hier die Coin-Anzeige hier unten drunter. Er will jetzt ja nicht quitten, oder? Das wäre ja traurig. Also bitte jetzt quitte nicht. Komm, wechsel nochmal oder so. Das wäre jetzt einfach schade fürs Video, wenn der jetzt quitten würde, finde ich. Komm schon. Zieh durch. Zieh durch. Ihr seht schon, ich drehe komplett durch. Gibst du mir noch einen kleinen Glückskuss auf die Wange? Ja, tut weh. Ist da meine Wange? Hier hinten? Ja. Ich habe ein komisches Gesicht. Das ist eine schöne Wange, du Schatz. Gott. Bitte wechsel jetzt nochmal. Ich glaube, der gibt noch nicht auf, Freunde. Komm, drück weiter, drück weiter. Komm, drück selber weiter. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die selber drücken. Ah, will er jetzt dreimal Pause noch drücken? Den ekligen Modus machen oder was? Ah, Leute, das gefällt mir nicht. Torben muss ich gar nicht nochmal sehen. Ah, er hat gewechselt. Okay, er hat gewechselt. Das heißt, er hat sich noch nicht aufgegeben. Finde ich gut. Weil ihr seht halt die Jungs, wie die drücken hier, ne? Vom FC Scorpion Uruguay Mannschaft hier. Das ist auch einfach stark hier. Das ist stark. Und dann muss man auch mal kurz ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Weil Paulinho hat nämlich jetzt Platz. Nimmt er sich auch auf Suarez, der sich weiterhin auch den Platz nimmt. Auf Messi. Und der schickt, ah, wäre das ein Geniestreich gewesen, hier den Kollegen zu schicken. Aber jetzt vielleicht Paulinho und das ist fast das 3:0, Freunde. Flanke kommt rein und das ist einer für den Godin. Oh! Godin kam gar nicht dran. Wichtig, ganz wichtig jetzt den Ball nicht zu verlieren. Dreimal der Pressschlag hier. Paulinho. Und das ist einer für den Suarez, Leute. Das sieht man direkt. Und genauso muss man immer schön Druck machen hier mit dem Team. Man darf halt wirklich nicht oft nach hinten gespielt werden. Und da liegt halt wirklich die Schwachstelle. Suarez kommt hier fast nochmal an den Ball. Ja, Rodriguez. Wisst ihr was? Dem gönnen wir auch mal ein Schüsschen. Ah, aber für Jahrstein kein Problem an der Stelle. Aber der Druck ist natürlich nach wie vor immens, ist klar. Zack. Rodriguez. Der weiß natürlich, Suarez ist stärker vorm Tor, versucht ihn dementsprechend anzuspielen, aber klappt nicht. Und dann auch mal ruppig. Gibt natürlich keinen Freistoß. Und einer für den Lionel Messi, schade. Aber man gibt natürlich hier die Chance nicht auf. Also ich glaube, das ist gerade eine der dominantesten Partien, die ich hier auf YouTube gezeigt habe. Das ist ja krass. Der Typ hat wirklich gerade no chance.
Ich will jetzt gerne nochmal einen nach der Ecke machen. Hier fahre ich nochmal einen auf den Paulinho. Der oder auf den Godin, der nochmal hoch. Paulinho schießt hier einfach mal. Und dann, oh, ist das ärgerlich, wenn der Suarez hier an den Ball kommt, dann heißt es hier definitiv 3-0. Ich liebe dieses zentrale Spiel. Ich bin einfach nicht so der Flügelspieler. Deswegen ist diese Aufstellung die richtige für mich. Und Paulinho, ey, das ist so krank, was ich mit dem Typen gerade mache. Wie viele Ecken hatte ich allein schon? Messi mit der Ecke, da ist Paulinho, aber diesmal Jahrstein zuvor gekommen. Ich glaube, wenn er jetzt ein Tor schießen würde, wäre das das unverdienste Tor der FIFA-Geschichte. Gucken wir uns mal die Statistiken zur Pause an. Ah, oh, 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 20 Schüsse zu 1, Leute. Zu 1. Ich will nicht sagen, dass wir den auseinandernehmen, aber ich meine, klar, es ist kein guter Gegner und das kann man nicht mit einem Gamer Brother vergleichen, aber Hauptsache Spaß. Stimmt, Schatz? Ganz genau. Du denkst auch, der Typ labert mit hier. Gamer Brother kann man es echt nicht vergleichen. Alles klar. Die kennen sich nämlich aus, der FIFA-Community. Ja, Internet ist jetzt auch komplett vorbei bei ihm. Kurbel ist anscheinend abgebrochen. Dass es hier nur 2-0 steht, ist wirklich der größte Witz aller Zeiten im Übrigen. Aber wir hören jetzt nicht auf, da weiterzumachen, wo wir bis jetzt waren, Leute. Suarez nochmal hier schön auf den Paulinho. Und der wartet nämlich hier genau, bis sich jemand freiläuft. In dem Fall ist es Suarez, der nochmal natürlich nach außen auf Rodriguez legt. Ne, Rika ist das. Und das ist absichtlich so gespielt. Ist das schön? Ist das schön? Ich wollte nämlich noch nicht selber abschließen. Und jetzt wird er quitten. Hundertprozentig wird er jetzt quitten. Suarez feiert sich hier natürlich an der Stelle, weil er genau weiß, was für ein Tor das gerade war. Und jetzt wird er quitten. 100 pro. Bye bye, sagen wir, oder? Komm. Oder will er nochmal abfacken? Ich hoffe, er quittet nicht. Ich glaube, er will auch die Münzen haben hier, damit er sich noch einen Bundesliga-Innenverteidiger für sein BPL-Team kaufen kann. Also was für ein schönes Tor von Suarez hier. Wirklich super rausgearbeitet. Weil ich mir das einfach mit dem anderen Spieler nicht zugetraut hatte, das Ding direkt drauf zu köpfen. Ich weiß auch gar nicht, ob es... War es Messi? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder? Da hätte ich es ja wahrscheinlich auch machen können. Aber... Oh, die Internetverbindung. Ich glaube, er hat jetzt nochmal YouPorn schnell angemacht, Alter. Damit er nochmal eine Vergewaltigung angucken kann. Weil auf seinem Bildschirm ist wahrscheinlich schon zu heftig. Und jetzt geht der Lupfer. Und das wird einfach jetzt einmal für einen Paulinho, der sich das verdient hat, das 4-0 hier zu machen an der Stelle, Freunde. Hat er sich einfach verdient, finde ich. Und ihr seht schon, Uruguay, das macht Spaß. Das funktioniert einfach. Hier nochmal schön. Hätte ich euch direkt lupfen können, weil er holt den Torwart, aber dann der ekelhafte Pass auf den Paulinho. Wir hatten jetzt noch nicht getroffen. Ah, der Lionel Messi, der fehlt natürlich hier noch auf der Torschützenliste. Das sieht man natürlich, das sticht einem ja quasi ins Auge. Wäre auch das unverdienste Tor der Welt gewesen, aber die Ecke, komm, die kriegt da jetzt mal die Ecke. Und das hätte das Tor sogar sein können. Komm, machen wir mal ein bisschen hier mutig. Messi, Paulinho, der kann Suarez schicken. Und dann machen wir nochmal genau das. Hängen wir nämlich den Gegner ab. Suarez mit dem 5-0, Leute. In 56 Minuten. Das wird auf jeden Fall ein Kantersieg, wie man so schön sagt. Guck mal hier, wie er sich da durchgesetzt hat. Da habe ich nochmal kurz gezögert, dass er mit links ganz entspannt einschiebt. Tor zwar noch dran, aber kann den Ball entscheidend nicht mehr bewegen. Ja. Und... Das ist quasi hier auch die Kampfansage für United. Der Gamer Brother, wenn er das hier sieht, das ist quasi eine Ansage an Gamer Brother, dieses Video. Könnte man so nennen, weil das ist einfach eine Machtdemonstration hier. Ne? Da kann er jetzt auch nochmal drauf schießen, kann er sich von mir aus auch mal belohnen mit dem 1-5. Letztendlich sehen wir wieder alle, dass es das war. Schönes Tor natürlich von Sterling. Man darf auch nicht vergessen, dass der Gegner auch in diesem Spiel eine viel höhere Teamqualität hat als ich. Das vergisst man natürlich schnell, wenn man denkt, ja klar, haben wir jetzt Messi und so. Wir haben immer noch so viele Silberspieler, dass es wirklich abartig ist. Und trotzdem, dass wir hier eine gute Leistung abrufen, das ist einfach ein schönes Gefühl. Tatsächlich fällt jetzt hier das 2-5. Okay, wenn er jetzt noch die Aufholjagd seines Lebens startet, dann halte ich meine Fresse. Dann soll ich auch im finalen Turnier dann geschlachtet werden. Aber das halte ich mal für sehr ausgeschlossen. Das halte ich einfach mal jetzt an der Stelle für ausgeschlossen. So, Messi kann sich hier nochmal ins Spiel bringen. Nochmal rüberspielen auf den Suarez. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen die Angst dazugekommen, ist klar. Jetzt macht der Gegner natürlich entsprechend Druck, aber macht natürlich hier auch immer noch Fehler. Ist natürlich jetzt kein anderer Mensch geworden.
Valverde, nochmal hier auf den Paulinho. Nochmal außen auf den Lionel, aber der kommt nicht dran. Und das könnte jetzt eventuell gefährlich werden. Schöner Bodycheck hier, schöne Einlage. Und dann der Fehler, aber der kann er wieder gut machen. Sehr schön. So, Suarez, das ist dieses Trio da vorne, dieses gefährliche, gefährliche Trio. Oder wird der Suarez nochmal geschickt hier? Aber dann dieser wirklich brutale Fehler, das ist natürlich schlimm. Aber Godin kann nochmal das Spiel hier einleiten. Und der kann... Ah, Messi fehlt natürlich auch immer noch auf der Torschützenliste, was natürlich wehtut. Und der Sterling fällt hier nicht, hat er wirklich gut gemacht. Aber der eine Schritt fehlt jetzt vielleicht. Und dann kommt auch Unsicherheit ins Spiel. Sonny schläft hier gerade im Bett bei den Sims. Hat sich eine kleine... was hast du dir gebaut? Wie nennst du die Mutter? Eine Soli-Bitch. Mhm. Also... Die ist so... So Wasserstoffflanz und dreigeschminkt und braun gebrannt und große Titten und geilen Arsch. Guck sie dir mal an. Ja, sie ist schon eine Soli-Bitch. Das und passt wirklich perfekt. Direkt hier. Flirt sie gerade? So, jetzt kommt Messi. Das ist ein zweideutiges Gespräch und dabei fühlt sie sich unwohl. Oh. Ich dachte immer, Soli-Bitches fühlen sich in zweideutigen Gesprächen sehr wohl. Marcus Rashford kann hier nochmal fast nochmal den Anschluss machen. Aber ihr seht schon, ich brauche mich da auch gar nicht mehr konzentrieren. Das ist ja hier wirklich, das Spiel ging ja wie geschnitten Brot, kann man ja sagen. Das ist hier einfach, da fehlt es hinten und vorne gerade in der Abstimmung. Und dann aber dieser Fehlpass und da hat man ja einfach noch alle Zeit der Welt, den Ball hier nochmal nach vorne zu rollen. Und Mayada, der natürlich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Der da hinten gut ausgeholfen hat, Paulinho nochmal auf den Suarez, der mit einer kleinen Körpertäuschung hier schon wieder alles durcheinander bringen kann. Rodriguez, der nochmal nach außen spielt, auf Rika, aber Rika überlegt sich das Ganze nochmal, wann spiele ich, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, hat aber jetzt nicht mehr gereicht, um gefährlich zu werden. Paulinho, Suarez, wann, die große Frage, kann sich Messi noch belohnen in diesem Spiel? Aber nicht eigensinnig, sondern nochmal hier über Paulinho und dann haben wir nochmal eine Ecke. Also wer weiß, vielleicht geht ja noch einer. Einer geht noch rein, sagt man ja auch so schön. Messi bringt hier die Ecke. Jahrstein kann nur abprallen lassen. Und das ist natürlich mein Einwurf. Alles klar, okay. Das war's dann wieder komplett. Ja, Seri. Da sind die Fehlpässe halt auch einfach am Start. Valverde nochmal Paulinho. Zack. Suarez und jetzt kann Messi, legt nämlich ab, weil er einfach nicht eigennützig ist, aber das Tor fällt dadurch nicht nochmal. Und in dieser 5-2-Macht-Demonstration verabschiede ich mich. Ich würde sagen, super Spiel gewesen, vor allem der Anfang. Jetzt am Ende war es natürlich ein bisschen schwächer, aber ich denke mal, es macht Lust auf mehr. Guckt euch das an, hier Suarez wieder eine 10-0er-Bewertung, so muss das sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.